Meine Damen und Herren, liebe Piraten, hiermit wieder eröffne ich den Landesparteitag Bayern 14.1. So, wir sind jetzt bei dem Satzungsänderungsantrag Nummer 7. Der Antragsteller hatte sich schon in Position begeben, vorbildlich, und darf jetzt seinen Antrag dem Plenum vorstellen. Bitte, du hast das Wort. Ja, also es geht um den Basisentscheid, den wir schon in Neumarkt in der Oberpfalz auf Bundesebene eingeführt haben. Mittlerweile wurde das Verfahren auch im Land NRW eingeführt und ich wäre dafür, das hier auch in Bayern einzuführen. Also der Antrag besteht aus verschiedenen Modulen. Modul 1 enthält das Verfahren an sich. Die Module 2 und 4 betreffen dann noch kleine Änderungen, die wir optional beschließen können, wenn der Basistext beschlossen ist. Das Schöne ist, wenn wir diesen Antrag annehmen, können wir die Vorbereitungen für den Basisentscheid auf Bundesebene einfach übernehmen. Also die Verifizierung, die ihr hinten bei der Akkreditierung machen könnt, gilt auch dann für Bayern. Und wir können auch die gleiche Software benutzen. Das ist schon in der Software so vorgesehen. Und wenn wir dann auch die Abstimmungen auf die gleichen Tage legen wie im Bund, dann können wir Bundes- und Landesangelegenheiten zu den gleichen Terminen abstimmen. Damit haben wir wenig mehr Aufwand, aber den großen Vorteil, dass wir zwischen Parteitagen auch verbindliche Entscheidungen treffen können. Mit dem Verfahren sind aber auch unverbindliche Empfehlungen an den Parteitag möglich. Wir sind da völlig frei. Ich hoffe mal, dass die meisten schon ungefähr wissen, um was es geht, aber ich werde es nochmal kurz zusammenfassen. Teilnehmen können nur Piraten, die stimmberechtigt sind und verifiziert. Wie gesagt, Verifizierung heute bei der Akkreditierung. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut das. Der Basisentscheid ist im Prinzip ein basisdemokratisches, direktdemokratisches Verfahren nach dem Prinzip jeder nur eine Stimme. Die Stimme muss auch selbstständig abgegeben werden, also Delegationen wie in Liquid Feedback zum Beispiel sind nicht möglich mit dieser Satzung. Also die übliche Abkürzung, die man hört, ist BEO, B-E-O. Das steht für Basisentscheid online und offline. Also wir haben zwei Varianten, den Basisentscheid durchzuführen. Der Normalfall ist, dass Abstimmungen online passieren. Bei Personenwahlen, die auch möglich sind, ist es so, dass die standardmäßig und immer offline sind, also nicht elektronisch. Auch bei den Anträgen gibt es die Möglichkeit, wie auf Parteitagen einen Antrag auf geheime Abstimmung zu stellen. Wenn ein gewisses Quorum erfüllt ist, wird der Antrag geheim abgestimmt. Die Online-Abstimmung erfolgt pseudonymisiert. Das heißt dann, dass andere Benutzer oder Außenstehende nicht nachvollziehen können, welcher Pirat wie abgestimmt hat. Es ist aber im Prinzip möglich, also die Zuordnung wird gespeichert. Wenn es für das Schiedsgericht notwendig ist, kann das auch für das Schiedsgericht dann offengelegt werden. Beschlüsse zur Satzung, zum Programm oder zu Organwahlen wie Vorstandswahlen gelten über den Basisentscheid nur als unverbindliche Empfehlung an den Parteitag. Alles andere können wir damit auch rechtlich verbindlich beschließen, also Positionspapiere, sonstige Anträge, organisatorisches, was auch immer. Dann haben wir noch das Modul 2. Kann man jemand? Da geht es um die Urabstimmung, die in unserer Satzung schon vorgesehen ist. Der Basisentscheid ist im Prinzip eine Urabstimmung, also können wir auch die Urabstimmung über die Auflösung von Untergliederungen nach dem gleichen Verfahren durchführen. Also im Prinzip könnte man auch Online-Gliederungen auflösen, wenn man das will, aber natürlich kann man auch einen Antrag auf geheime Abstimmung stellen. Modul 3 erlaubt uns zusätzlich anonyme elektronische Abstimmungen, die kryptografisch nachvollziehbar sind. Also damit kann dann auch jemand, der Zugriff auf den Server hat, nicht feststellen, wer wie abgestimmt hat. Muss nicht sein, ist eine Option. Wenn wir das beschließen, können wir das dann entscheiden, wie das dann entsprechend gemacht wird. Modul 4 erweitert das Ganze noch ein bisschen. Wir können dann auch verbindlich über Parteiprogramme abstimmen. Das Problem ist, dass es rechtlich noch nicht wirklich geklärt ist, ob das funktioniert. Also da müsst ihr mal einen Juristen fragen, da bin ich kein Experte. Aber wenn ein Gericht wirklich dann entscheiden sollte, dass die Entscheidung nicht möglich ist, verbindlich, dann gilt die Abstimmung einfach als Empfehlung. Also das Risiko ist da jetzt auch nicht so groß. Okay. Fragen?
Chapeau. Ich liebe diese Stille. Ach komm. So, nichts dem zum Trotz und auch wenn einige Leute noch draußen sind und euer Landesvorstand tagt, ist es so, dass ihr jetzt eure Redebeiträge, Statements und Fragen stellen könnt. Im Moment sehe ich niemanden, der auf den Weg zu den Mikrofonen da, ja, sehr gut. Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen langsamer laufen, vielleicht entscheiden sich dann auch Leute dazu. So. Diesmal habt ihr wirklich ein bisschen Zeit. Das sieht sehr gemütlich aus hier nach dem Mittagessen. Das ist nett, dass ihr euch langsam sortiert. Das ist super. Genau, der Antragsteller geht auch wieder zurück und wird eure Fragen beantworten. Wir würden jetzt mit Pro beginnen. Bitte sehr, du hast das Wort. Okay, danke. Ich habe eine Frage. Und zwar, nach welchem Verfahren wollt ihr die Sicherheit und Geheimhaltung überhaupt sicherstellen in diesem Prozess, in dieser Software? Das hat jetzt mit dem Antrag an sich nichts zu tun. Das ist dann eher so eine Sache der Entscheidsordnung. Es hat insofern was mit dem Antrag zu tun, als nicht allzu viele Verfahren bekannt sind, wie man das überhaupt machen kann. Ich kenne nur eins. Das bezieht sich jetzt vor allem auf die anonyme Abstimmung, denke ich mal, oder? Ja. Ja. Kleinen Augenblick bitte, kleinen Augenblick bitte. Ron, irgendwie ist das Bild beim Stream nicht richtig. Es laufen hier, es hageln Beschwerden über den Stream. Bezüglich des Bildes, es ist der 3D-Drucker vielleicht noch zu sehen. Kannst du das schnell umschalten? Ich weiß, du hast das mobil auf deinem Tablet und egal, wo du mich hörst, schalte es einfach bitte kurz um. Jetzt bitte nochmal, es tut mir leid, aber auch die draußen wollen was mitkriegen. Kein Problem. Weißt du die Frage noch? Es geht um das Verfahren, mit dem bei der Implementierung Sicherheit und Geheimhaltung gleichzeitig gewahrt werden. Ja, das ist eben nicht Teil des Antrags und hier wird eben nicht festgelegt, wie es genau passieren soll. Es heißt nur, es muss nachvollziehbar sein kryptografisch und wie das dann genau gemacht wird, das wird dann eben in der Entscheidung festgelegt oder in der Umsetzung dann. Das Problem ist, ich würde gerne zustimmen, aber ich brauche Sicherheit, dass das Ganze nicht verfälschbar ist und geheim bleibt. Ja. Also es gibt in NRW schon einen Beschluss, dass anonym abgestimmt werden kann. Da gibt es auch eine Software dazu. Ich kann aber leider nicht ganz erklären, wie das Verfahren funktioniert. Also ich kann gerne mal die Kontaktdaten weitergeben, aber das ist jetzt hier nicht festgelegt. Danke. Auch ich hätte eine Frage. Im Modul 1, Absatz 6 steht, dass nähere regelt die Entscheidungsordnung, welche durch den Parteitag beschlossen wird. Gibt es hier bereits eine Vorlage, denn oben ist von Quoren und Ähnlichem die Rede. Ich vermute, die wird in dieser Entscheidungsordnung dann geregelt. Oder beschließen wir das Ganze heute ohne die? Ja, die Entscheidungsordnung ist der sonstige Antrag 7. Alles klar, danke. Genau. Also ich möchte mich explizit gegen Modul 3 aussprechen. Ich finde Kryptografie super und es gibt total geile Anwendungsgebiete dazu. Ich finde das aber für Demokratie sehr, sehr, sehr kritisch, weil wir haben da nämlich eigentlich einen Widerspruch in dem Modul. Wir wollen ein kryptografisches Verfahren und wir wollen Nachvollziehbarkeit. Wer sich schon mal mit kryptografischen Verfahren auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass die Experten vielleicht das nachvollziehen können. Ich glaube aber, dass der Großteil der Basis diese Verfahren einfach nicht versteht und dementsprechend haben diese Parteimitglieder auch keine Möglichkeit, wirklich von dieser Sicherheit zu profitieren. Und kryptografische Verfahren sind halt immer sehr, sehr kritisch, was Benutzerfehler angeht. Und ich würde diesen Satz definitiv rausstreichen und ich finde es auch nicht, ich würde auch keine anonyme Abstimmung vorsehen, weil wir das im Großen und Ganzen nicht wirklich garantieren können. Also ich glaube nicht, dass wir das so umgesetzt kriegen elektronisch, dass es wirklich 100% sicher ist. Bitte? Also ich bin der Meinung, da wir das mit dem Wiki auch schon hatten und mit diesen PGP-Keys per E-Mail schon hatten, wir können diese Mitglieder jederzeit schulen, wir können das technisch umsetzen, das haben wir beim Wiki geschafft.
Und das schaffen wir in dem Fall, denke ich, auch. Also größtenteils geschafft. Ja, also ich würde auch vorschlagen, das Modul 3 doch drin zu lassen, weil ich glaube, bei dem Thema E-Voting ist eine Sache ganz wichtig, nämlich, dass wir nicht das Big Picture aus den Augen verlieren. Was wir wollen, ist, wir wollen Verfahren entwickeln, mit denen man auch zum Beispiel in einem Parlament elektronisch abstimmen kann. Und diese Verfahren müssen wir eben auch in der Partei erproben. Und wenn es hier einen Ansatz gibt, dann glaube ich, dass wir das schon machen können, dass wir es in der Partei mal ausprobieren. Ansonsten wird es da keine Weiterentwicklung geben. Ja? Es geht immer nur in kleinen Schritten. Und deswegen denke ich, dass das ein guter Ansatz ist. Nee. Da möchte ich gleich nochmal direkt widersprechen. Ja, wir müssen diese Verfahren ausprobieren. Ja, wir können auch mal gucken, ob wir ein Verfahren haben, das wir den Benutzern beibringen können. Ich glaube, wir sollten das erst ausprobieren und erst dann, wenn wir das Verfahren haben, sollten wir es auch in die Satzung schreiben. An diesem Punkt sind wir aber momentan noch lange, lange nicht. Und ich halte es so, wenn wir es jetzt reinschreiben, ohne das ausreichend getestet zu haben, ohne es sicher zu haben, für ein riesen Einfallstor, was ich da nicht drin haben möchte. So, wenn sich jetzt keiner wildwedelnd und mit seinem Körper zuckend auf das Mikrofon bewegt, dann würde ich jetzt die Redebeiträge schließen und dem Antragsteller das Abschlusswort erteilen. Bitte schön. Ja, also ich denke, wir brauchen wirklich ein Werkzeug, um zwischen Parteitagen auch verbindlich abstimmen zu können. Also Modul 1 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei den anderen, das müsst ihr selbst entscheiden, da will ich mal sagen, kann man machen, schadet auch nicht, da es optional ist. Also wir müssen das auch nicht so tun, wenn es reingeschrieben wird, aber müsst ihr wissen. Nochmal kurz zu der pseudonymisierten Abstimmung. Ihr bekommt einen kryptografisch signierten Beleg, mit dem ihr feststellen könnt, ob euer Ergebnis richtig gezählt wurde, auch später. Also soweit ist es dann schon nachvollziehbar. Okay. Ein noch kurzer Hinweis, lasst euch verifizieren zum dritten Mal. Und wenn ihr uns helfen wollt, dabei die Software umzusetzen, kommt einfach mal zur Projektgruppe Basisentscheid und informiert euch. Eine Minute, kurz. Zum Ablauf. Wir werden die Module jetzt einzeln jeweils mit 2/3 Mehrheit abstimmen, um zu sehen, wie weit ihr gehen wollt. Das bedeutet, wir stimmen jetzt über Modul 1 ab. Es ist eine 2/3 Mehrheit notwendig. Ich bitte um beide Karten gleichzeitig und jetzt um die Abstimmung. Modul 1 ist angenommen. Modul 2, ich bitte jetzt um die Abstimmung. Auch wieder beide Karten gleichzeitig. Ja, das ist angenommen. Modul 3. Bitte haltet die Karte oben. Ist abgelehnt. Und Modul 4, alle Karte bitte hoch, also ne, wer dafür ist und wer dagegen. Bitte die Karten oben behalten.
Der ist angenommen. Damit sind wir durch. Okay. Also wir stimmen dann noch mit dem sonstigen Antrag 7 über die Entscheidungsordnung ab, die wir brauchen, um den Basisentscheid auch wirklich dann durchzuführen. Wir kommen jetzt zum Satzungsänderungsantrag 08. Ich bitte den Antragsteller, der sich da hinten lauthals unterhält, obwohl er es nicht darf. Kollegen, nicht quatschen, auf die Bühne kommen, Antrag vorstellen. Thoralf ist dran. Satzungsänderungsantrag 08. Ich sehe den gar nicht. Es geht im Antrag um ein Verfahren, das wir auch in KV Regensburg schon beschlossen haben. Ich bin nur aus strategischen Gründen derjenige, der das hier vorstellen soll. Eigentlich ist das ein Gemeinschaftsantrag von diversen Leuten aus dem KV. Worum geht es im Großen und Ganzen? Es geht darum, dass wir saubere Mittel und Möglichkeiten dem Zuständigen von Mailinglisten und anderen Sachen in die Hand geben, um gegen Störenfriede vorzugehen. Momentan haben wir die Situation, dass wir mit dem Hausrecht agieren und Leute auf dieser Basis ausschließen. Das ist unschön deswegen, weil dann immer Diskussionen entstehen, dass wir ja eine offene Partei sind und bla. Was aber Blödsinn ist, weil das nicht heißt, dass jeder jeden Blödsinn schreiben können muss, sondern es geht darum, dass wir eine sachliche Diskussion zulassen wollen, also Argumente austauschen. Wenn aber Leute kommen, die ausnahmslos destruktiv arbeiten, fehlen uns Mittel und Möglichkeiten, diese Leute einzubremsen. Und dieser Antrag gibt diese Möglichkeiten ganz offiziell und schreibt sie in der Satzung fest. Was dabei wichtig ist, ist, dass es auch eine zusätzliche Ordnungsmaßnahme gibt, die sich explizit auf den Ausschluss, auch den temporären Ausschluss von Kommunikationsmitteln, also primär Mailinglisten, bezieht. Das ist im Prinzip das Zentrum oder der zentrale Punkt von diesem Antrag. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern hoffe, dass ihr den gelesen habt und würde ansonsten die Fragen beantworten. Auch hier ist es jetzt wieder so, dass ihr euch zu den Mikrofonen begeben könnt. Das kann man natürlich auch schon machen während der Vorstellung eines Antrages, da ihr ja so gut vorbereitet seid und die sowieso alle kennt. Sieht das aus wie eine Wortmeldung? Auf dem Weg zum Mikro, das ist sehr zögerlich. Alles klar. Du hast das Wort. Vom Ansatz her finde ich das Ganze gut. Mir fehlt das so ein bisschen die, über welche Mailinglisten hat der Landesvorstand hier diese Möglichkeiten. Also wenn man auf einer KV-Liste einer Blödsinn schreibt, möchte ich da doch irgendwo eigentlich erst auf der Ebene die Einspruchsmöglichkeiten sehen und dann nicht gleich auf Landesvorstandsebene die Arbeit hin verschieben. Ich denke, jeder ist erstmal auf seiner Ebene auch für seine Mailinglisten zuständig. Da brauchen wir nicht gleich einen Landesvorstand damit zuscheißen. Jein, es gibt ganz klar Mailinglisten, die auf Landesebene funktionieren und auf den Mailinglisten brauchen wir eine Regelung. Da hätte ich dann aber gerne auch das sozusagen fokussiert auf diese bayernweiten Listen. Dankeschön. Bitteschön. Statement und keine Frage. Wir möchten gerne, dass Mitglieder in dieser Partei mitarbeiten. Und Mailinglisten sind ein Teil unserer Netzkompetenz. Und wenn wir unsere Netzkompetenz abgeben, das heißt, wenn wir nicht in der Lage sind, mit Störern vernünftig umzugehen und dafür zu sorgen, dass es als Kommunikationsmittel genommen wird, dann haben wir unser Ziel als Netzpartei verfehlt. Nur Ordnungsmaßnahmen und das mit Moderation oder mit Dingen umsetzen. Es gibt im Augenblick schon eine Moderation in vielen Bereichen und es wäre viel wichtiger, dass die einzelnen Mitglieder einfach Netzkompetenz entwickeln und dann auch schreiben, wenn bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Aber so von oben herab ist es dann doch schon wieder so eine Art von Zensur.
Gut, also du hast ja explizit gesagt, es war eine Frage. Du hast explizit gesagt, es war eine Frage, also dann antworte ich auch auf die Frage. Er besteht darauf, dass es keine Frage ist, dann ist es keine Frage. Okay, Entschuldigung, habe ich anders verstanden. Ich möchte doch dazu sagen, dass es ein Recht auf Meinungsäußerung gibt, aber es gibt kein Recht darauf zu beleidigen. Bitte? Ja, ich hätte eine Frage. Nehmen wir uns mal die Mailinglisten her. Wie möchtest du jemanden, der sich an einer Mailingliste angemeldet hat, identifizieren? Weil wenn du ihn ausschließt, musst du ihn ja auch identifizieren können. Ich glaube, die Antwort überlasse ich Niki, oder? Ja, ups, kann ich, ja. Dieser Ausschluss erfolgt aus nachvollziehbaren Gründen nicht technisch, sondern dadurch, dass man die Nutzung untersagt. Und wenn derjenige zuwiderhaltet, ergeben sich daraus weitere Rechtsmittel. Dankeschön. Weitere Redebeiträge zu diesem Antrag? Dann kommen wir jetzt zum Abschlusswort des Antragstellers. Also ich möchte die Möglichkeit nochmal ergreifen, auf den Redebeitrag einzugehen, der Mailinglisten zu Netzkompetenz oder Medienkompetenz hochstilisieren wollte. Mailinglisten sind Tools, wie jedes andere Tool auch. Und wenn diese Tools missbraucht werden, müssen wir Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Die haben wir momentan nicht festgeschrieben, sondern nutzen die technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und arbeiten mit dem Hausrecht. Dieser Satzungsänderungsantrag gibt uns die Möglichkeiten, das auf Satzungsebene ganz sauber durchzuführen. Und deswegen bitte ich euch, da zuzustimmen. Ja, beweg dich doch mal schnell, weißt du so? Ich bin doch gar nicht so böse, oder? Ich meine, wir wollen ja zwar alle abstimmen, aber für eine Frage, eine kurze, ist bestimmt noch Zeit. Bitte. Vorhin hat jemand gesagt, ich glaube, das war der Andi, dass die Satzung nicht für Nichtmitglieder gilt. Jetzt schreiben wir das in die Satzung. Dann müssen wir bei den Nicht-Nichtmitgliedern, bei den Nichtmitgliedern doch weiter mit dem Hausrecht arbeiten, oder? Und wer übt das dann aus? Die Satzung stellt an der Stelle nur klar, wie reagiert werden soll. Dass die natürlich für die Nichtmitglieder nicht gilt, ist völlig klar. Das ist auch in diesem Antrag berücksichtigt, in dem klar ist, dass die Ordnungsmaßnahmen nur gegen Mitglieder greifen, wohingegen gegen Nichtmitglieder ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, die auch dort beschrieben sind, nämlich der schlichte Ausschluss von der ganzen Geschichte. Es geht hier nur darum, dass diejenigen, die damit arbeiten, also sprich die nachher die Entscheidung treffen, also im Zweifelsfalle der Landesvorstand, weiß, auf welcher Basis er das tun kann. Und das sollte schon in der Satzung stehen. Also wenn der Landesvorstand Entscheidungen treffen muss, schließe ich jetzt jemanden aus oder nicht, hat er hier eine Möglichkeit, einfach nachzulesen, darf ich es oder darf ich es nicht. Nur darum geht es. Also diese Satzungsänderung ist primär für die andere Seite, nämlich für die entscheidende Seite, an der Stelle gedacht. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wie bei immer bei mir und Satzungsänderungsanträgen, bitte beide Karten gleichzeitig. Ich bitte jetzt um die Abstimmung, die für und dagegen stimmen. Achso, Entschuldigung. Machen wir nochmal runter, nur damit wir nicht hier... Also, euch ist klar, das sind zwei Module und ich werde beide Module abstimmen lassen. Ne? Also, Modul 1. Bitte jetzt einmal die Karten hoch. Modul 1 ist angenommen. Modul 2. Bitte jetzt die Karten hoch. Modul 2 ist auch angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir kommen damit zum Satzungsänderungsantrag 09. Ich bitte den das ist natürlich Blödsinn, ne? Mein Fehler. Alles gut, alles gut. Wir haben einen GO-Antrag vorliegen, Entschuldigung. Bleib mal hier. Wir haben einen GO-Antrag vorliegen auf Beschränkung der Redezeit für den Antragsteller auf 2 Minuten 30.
Möchte jemand was dazu sagen? Ansonsten stimme ich den einfach ab. Andi? Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass bisher alle Antragsteller keine Redezeitbeschränkung hatten. Wir sehen den Antragsteller oben stehen, der hat noch nichts gesagt. Es gibt keinen Grund, warum jetzt gerade der Antragsteller plötzlich weniger Redezeit haben sollte. Und ich muss leider sehen, dass es vielleicht hier auf persönlicher Ebene gerade eine Attacke gibt. Ich finde das gerade nicht so angebracht und würde euch bitten, solange es keinen Grund gibt, dass jetzt hier der Matthias, was ich, 20 Minuten lang Vortrag hält, keine solchen Anträge zu stellen und denen bitte auch nicht anzunehmen. Danke. Auch wenn er mich als neutrale VL gewählt hat, muss ich sagen, dass Andi da mehr als recht hat. Ich finde diesen Antrag eine Frechheit. Bitte jetzt darüber abzustimmen. Der Antrag ist abgelehnt. Ich erteile hiermit dem Antragsteller das Wort. So, ich versuche es auch kurz zu machen. Vielleicht schaffe ich es auch unter 2,5 Minuten. Der Sinn des Antrags ist es einfach, dass Ordnungsmaßnahmen kein politisches Mittel darstellen sollen und dass diese wenn Ordnungsmaßnahmen verhängt werden, die im Augenblick auch über alle Gliederungen und alle Ebenen möglich sind, dass die eigentlich vor dem Landesschiedsgericht zuvor bestätigt werden, bevor sie ausgesprochen werden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir möchten einfach nicht, dass eben Ordnungsmaßnahmen als politisches Mittel eingesetzt werden, die ungeprüft einfach dazu dienen, um bestimmte Fakten zu schaffen, ohne dass dass wirklich objektiv Gründe teilweise vorliegen. Und das wäre es auch schon. Deswegen finde ich es sinnvoll, wenn einfach, in Bayern gibt es halt nur dieses Landesschiedsgericht als Möglichkeit, es könnten auch andere objektive Gruppen sein, die darüber entscheiden, aber ich finde, es sollten eben zentral alle Ordnungsmaßnahmen vom Landesschiedsgericht geprüft und verabschiedet werden. Vorbildlich, ich erteile dir das Wort, bitteschön. So wie der Antrag formuliert ist, werde ich ihn auf jeden Fall ablehnen und ich bitte auch jeden, mir zu folgen, den abzulehnen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben vorhin den Paragraph 6 dahingehend angepasst, dass wir die Mailinglisten moderieren können. Jetzt steht im Antrag drin, wir ersetzen den gesamten existierenden Paragraphen, so wie er ist, durch einen neuen und da ist die Formulierung vorgegeben. Das heißt, was wir gerade eben geändert haben, ist weg. Und deswegen möchte ich diesen Antrag bitte abgelehnt wissen. Danke. Jetzt ist die Schlange auf einmal wieder weg. Möchte noch irgendjemand irgendetwas dazu sagen? Ich bitte um etwas mehr Ruhe im Plenum. Dankeschön. Die Kinder dürfen natürlich weiterhin Krach machen, aber ihr nicht. Gut, dann erteile ich hier dem Antragsteller das Abschlusswort. Ich habe eigentlich alles gesagt, worum es geht und bitte um Abstimmung. Danke. Dann stimmen wir jetzt darüber ab, das ist ein Satzungsänderungsantrag. Die Karten nach oben, beide Karten gleichzeitig, die Ja- und die Nein-Karten. Ich gehe davon aus, dass der Antragsteller mit Ja stimmt und werde ihn mit damit einbilden. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen jetzt zum Satzungsänderungsantrag 10. Müsst ihr das? Los, aber zackig und zügig. Ich mache hier mal ganz kurz hier, ne, ein bisschen Pause, aber ne, da, wo nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Das gilt auch für den Bufo. So, warte mal. Ja, ich würde zustimmen. Zack, ich.
So. Das nächste Mal werde ich das nur noch zulassen, wenn der Bufo eine Änderung auf Tagesordnung einbringt hier. Ne? Diese ständigen Störungen. So. Das kriegen wir hin. Okay. Wir kommen jetzt zu dem Satzungsänderungsantrag 10. Auch nachdem wir jetzt ein bisschen lustig gewesen sind, es geht ernst weiter. Die Antragsteller sind dort und vorbereitet. Ich erteile den Antragstellern das Wort. Bitte schön. So, es geht um folgende Problematik. Wir haben zum Beispiel mit dem KV Bayerwald die Situation, dass der KV beim letzten außerordentlichen, also der ist handlungsunfähig, beim letzten außerordentlichen Kreisparteitag war ein akkreditiertes Mitglied da. Damit ist die Versammlung in keinster Weise beschlussfähig. Theoretisch wäre der Weg jetzt, alle 4 bis 6 Wochen, wie auch immer, einen neuen außerordentlichen Kreisparteitag einzuberufen, um mit dem Versuch einen Vorstand zu installieren. Der Punkt ist, dass es einfach weder technisch noch logistisch noch rechtlich irgendwie sinnvoll ist, das in dieser Form zu handhaben. Wir haben jetzt da einen dreiteiligen Satzungsänderungsantrag uns überlegt, der jetzt praktischerweise auf diesem kleinen Beamer da unten ist. So. Alte Fassung wäre, dass nur ein Grund für die Einberufung zu nennen ist. In der neuen Fassung würden wir auch Satzungsänderungsanträge, die explizit die Vorstandszusammensetzung angehen, zulassen. Hat den Hintergrund, wenn jetzt irgendwie ein neunköpfiger Bezirksvorstand oder Kreisvorstand besteht und man mit Mühe und Not 5 Kandidaten zusammenbekommt, dann soll das bitte auch so sein, dass die dann allein diesen Vorstand begleiten können und nicht gezwungen sind, einen Vorstand in der alten Größe wieder zu wählen. So, das wäre Teil 1. Kannst du das mal hochscrollen auf dem Monitor? Danke. So. Teil 2 wäre, falls der außerordentliche Kreisparteitag oder Parteitag nicht zustande kommt, also kein Vorstand da auf diesem Parteitag zustande kommt, würde danach die nächsthöhere Gliederung die kommissarischen Geschäfte weiterführen und ansonsten der nächste reguläre Parteitag einberufen. Also meinetwegen, im Mai war der reguläre Parteitag, im August löst sich das Ding auf, im September findet der außerordentliche Parteitag statt, es kommt kein Vorstand zustande, also wäre im nächsten Mai dann theoretisch wieder ein regulärer Parteitag und solange übernimmt die nächsthöhere Gliederung kommissarisch die Geschäfte und in der Zeit hat sich dann die Gliederung eventuell Zeit auch sich zu regenerieren. Der dritte Teil wäre dass nur die Ergänzung, dass die kommissarische Vertretung für alle Gliederungsebenen unterhalb des Landesverbands die nächsthöhere Gliederungsebene übernimmt. Das heißt, bei Kreisverbänden wäre es der jeweilige Bezirksverband und bei Bezirksverbänden wäre es der Landesvorstand. Wenn der Landesvorstand handlungsunfähig werden sollte, übernimmt der dienstälteste Bezirksvorstand. So, und jetzt dürft ihr Fragen stellen. Ja, ihr dürft Fragen stellen. In der Zwischenzeit werde ich euch mal sagen, dass am ZKP, also das ist hier die zentrale Anlaufstelle für euch, wenn ihr mit uns sprechen wollt, ein Smartphone liegt, ein beschädigtes ZTE-Smartphone. Wer sowas vermisst, der soll da ruhig herkommen. In der Zwischenzeit hätten sich die Redner ja zum Mikrofon begeben können bei Fragen oder Pro und Contra. Und dann darf der Pro-Redner mal anfangen. Das ist tatsächlich eine Frage, eine Verständnisfrage. Der Antrag enthält leider keinen Antragstext, deswegen, sondern nur diese zu ändernden Fassung. Deswegen bin ich nämlich ganz sicher, was flüssig ist. Also,
Der Grund war, dass es diese für Untergliederung, dass ihr diese Sachen für Untergliederungen fixen wollt. Genau. Aber ihr ändert dazu die Fassungen, die sich mit dem Landesparteitag und dem Landesvorstand greifen. In welcher Form greifen diese, die also ich frage anders. Diese Verbände haben Satzungen, die diese Sachen selbst regeln und die müsste man ja eigentlich anpassen. Und jetzt in diesem Fall können wir das nur für den Landesparteitag oder den Landesverband beschließen und bei dem ist ja der Bedarf jetzt eigentlich gar nicht da, oder? Wie verstehe ich das falsch? Also es gibt ja zwei Komplexe. Zunächst mal, was die Regelung auch für Untergliederungen anbetrifft, darf ich zunächst mal auf § 14 der Bundessatzung verweisen, in dem ja vorgeschrieben ist, dass die Satzungen von Untergliederungen in Grundsätzen nicht abweichen dürfen von der Regelung der Bundessatzung. Daraus folgern wir, in dem Übrigen auch aus allgemeinen Grundsätzen, dass die Satzung einer höheren Gliederung grundsätzlich die Satzungsregelung der unteren Gliederung sticht, wenn sie sich widersprechen. Das ist das eine. Dann haben wir zwei Problemkreise geregelt. Das erste, das war übrigens einer der großen Diskussionspunkte beim BPT in Halle, die Frage, was kann eigentlich auf einem außerordentlichen Parteitag behandelt werden, wenn der Vorstand handlungsunfähig geworden ist und die kommissarische Vertretung einberuft. Da haben wir jetzt klargestellt, dass ausdrücklich auch Satzungsänderungsanträge, die die Vorstandszusammensetzung behandeln, behandelt werden können. Das war ursprünglich nicht der Fall. Des Weiteren haben wir gesagt, nachdem in der Satzung insoweit eine Lücke ist, aber man durchaus auslegen kann, wenn die Vorstandswahl scheitert, muss ich in diesem Rhythmus unverzüglich einzuladen, muss ich weitermachen, haben wir gesagt, da legen wir einfach fest, wenn in der Gliederung ein Vorstand nicht zustande kommt, dann ist halt einfach kein Vorstand da bis zum nächsten regulären Parteitag. Und diese Regelung haben wir für allgemein verbindlich für alle darunter liegenden Gliederungen gefasst. Allerdings, und insofern ist diese Satzungsregelung flexibler, diese Allgemeinverbindlichkeit bezieht sich ausschließlich hierauf, also auf den Zeitraum bis zur nächsten Einberufung eines außerordentlichen Parteitags. Die Beschränkung darauf, dass ein außerordentlicher Parteitag sich nur mit Vorstandswahlen und Satzungsänderungsanträgen behandeln darf, die kann von Satzungen der unteren Gliederungen anders gesehen werden. Also da können die Untergliederungen in ihren Satzungen regeln, auf außerordentlichen Parteitagen können wir auch neben Vorstandswahlen und Satzungsänderungsanträgen für Vorstand auch noch andere Dinge behandeln. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist lieb. Weitere Fragen? Gut. Habe ich das Schlusswort? Dann erteile ich dir jetzt das Schlusswort, ja. Okay. Es würde allen Gliederungen im Landesverband, die mal in eine derartige Bredouille geraten und den kommissarischen Vorständen, die dann zuständig werden, die Arbeit extrem erleichtern, wenn ihr dem Antrag zustimmt. So, wir kommen zur Abstimmung. Der Antrag ist zweigeteilt. Das heißt, ich werde ihn auch in zwei Teilen behandeln. Wir stimmen jetzt ab über Teil 1. Ich bitte um drei Teile, Entschuldigung. Ich bitte jetzt um die Abstimmung für Teil 1. Beide Karten gleichzeitig. Ja, okay, der ist angenommen. Teil 2. Beide Karten gleichzeitig. Auch der ist angenommen. Teil 3. Auch hier beide Karten gleichzeitig. Ich sage das nur jedes Mal immer, wenn ich so wenig Nein-Karten sehe. Der ist angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Damit sind wir jetzt am Ende der Satzungsänderungsanträge. Und wir schieben einen kleinen Redeslot ein und übergeben die VL, sodass ich auch etwas ausruhen kann. Wir hören jetzt...